Hallo liebe Kartenspielfreunde, heute zeige ich euch einen absoluten Klassiker von Wolfgang Kramer, 6 nimmt. Das ist die Jubiläumsausgabe mit 10 Sonderkarten, erschienen ist das Ganze im Amico Verlag. Es ist ein Spiel für 2 bis 10 Spieler ab 10 Jahren geeignet und dauert ca. 45 Minuten. Ich zeige euch jetzt die klassische Variante dieses Spiels und beginnen möchte ich damit, euch natürlich den Packungsinhalt zu zeigen, dann den Spielaufbau zu erklären und dann eine kleine Beispielrunde euch vorzuspielen. Und jetzt viel Spaß mit dem Klassiker 6 nimmt. In der Schachtel findet ihr folgenden Inhalt, eine Anleitung und jede Menge Karten. Und da sind in der Jubiläumsedition, jetzt gegenüber der normalen Edition, noch 10 Karten mehr dabei. Das sind diese hier. Ansonsten ist das der klassische Inhalt von 6 nimmt. Mehr ist es nicht, mehr braucht man bei einem Kartenspiel aber auch nicht. Und deswegen zeige ich euch jetzt gleich, wie man hier die klassische Runde aufbaut. Der Spielaufbau funktioniert folgendermaßen. Ihr mischt diese ganzen Karten gut durch und jeder Spieler, der mitspielt, bekommt 10 Stück. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Und dann deckt man noch 4 Karten auf, die man so nebeneinander hinlegt, so übereinander hinlegt, sodass man nebendran Karten reinbauen kann. Das ist dann auch schon der komplette Aufbau, denn die restlichen Karten brauchen wir für diese Runde nicht mehr, bevor nicht die ersten 10 Karten gespielt sind. Wie gesagt, das ist der komplette Aufbau und als nächstes erkläre ich euch, wie das Spiel im Einzelnen funktioniert. Um was geht es in diesem Spiel? Bei 6 nimmt geht es darum, am wenigsten Hornochsen in seinen Karten zu haben. Am besten gar keine Karten zu haben. Das wäre das Hauptziel, wird aber nicht immer funktionieren. Hornochsen sind auf den Karten drauf und zwar immer hier oben. Hier zum Beispiel sind 2 drauf. Also auf normalen Karten, fangen wir gleich mal so an, ist ein Hornochse drauf. Auf Karten, die durch 5 teilbar sind, sind 2 Hornochsen drauf. Auf Karten, die durch 10 teilbar sind, sind 3 Hornochsen drauf. Paschkarten sind 5 Hornochsen drauf und auf Paschkarten, die durch 5 teilbar sind, sind dann eben 7 Hornochsen drauf. Diese Karte will man nicht haben. Grundsätzlich ist es so, jeder Spieler hat natürlich seine Karten verdeckt auf der Hand, schaut sich diese Auslage an und hat es 2 Möglichkeiten. Zum einen kann ich eine Karte legen, die höher ist als die Karten, die hier liegen, oder eine Karte, die niedriger ist wie alle diese Karten. Ich fange jetzt mal mit der niedrigeren Variante an, weil das das einfachere ist. Jeder Spieler sucht sich also immer, verdeckt eine Karte raus, die er gerne spielen möchte, legt die vor sich hin und wenn alle Spieler das gemacht haben, dann wird gleichzeitig umgedreht. Jetzt nehme ich für ihn mal die Karte hier. Dann drehen alle ihre Karten um und der Spieler, der die niedrigere Karte hat, darf anfangen, sie anzulegen. So, in diesem Fall habe ich jetzt diesem Spieler eine 2 gegeben. Somit hat er eine Karte, die niedriger ist wie alle diese Karten. Und niedrigere Karten darf ich niemals anlegen. Wenn ich eine niedrigere Karte habe, darf ich mir aber einen der Stapel hier raussuchen, den ich an mich nehme. Das sind Minuspunkte bereits für mich. Also es ist nie erstrebenswert, Minuspunkte zu kriegen. Aber in dem Fall kann ich das eben machen, um solche Karten loszuwerden, denn in einer Runde müssen sowieso alle Karten einmal gespielt werden. Deswegen fange ich jetzt gleich mal so an und nehme mir billigerweise nur einen Minuspunkt und sage, ich nehme jetzt hier die unterste Karte, lege die verdeckt zu mir. Das sind meine Minuspunkte. Und die Karte, die ich legen wollte, das wird die neue Startkarte hier. Das ist das, was ich mache, wenn ich eine Karte lege, die niedriger ist wie alles, was hier liegt. Spiele ich eine Karte,
die höher ist wie verschiedene Karten, die hier liegen, dann muss ich die auch nach festen Regeln anlegen. Das heißt, ich darf es nicht einfach sagen, ich habe diese 46 und würde die jetzt gerne hier in die 25 legen. Nein, ich muss erstmal schauen, von welcher dieser Karten ist der kleinste Schritt zu meiner Karte, die ich anlegen möchte. Und natürlich ist es ein größerer Schritt von 25 auf 46 wie von 32 auf 46. Das heißt, ich muss die Karte auf jeden Fall auf die 32 hier anlegen. Dann haben alle Spieler ihre Karten gelegt und jeder sucht sich wieder die nächste Karte raus, die er gerne legen möchte. Das Problem bei diesem Spiel oder um was es geht ist, sobald ein Stapel 5 Karten hat, ist der Stapel voll. Muss ein Spieler jetzt gezwungenermaßen oder durch dumme Konstellationen eine sechste Karte da anlegen, weil es diese Regel eben erfordert, so muss er die 5 Karten des Stapels als Minuspunkte zu sich nehmen und seine Karte wird dann die neue Startkarte. Also, wir machen wieder ein bisschen weiter einfach jetzt mal. Er sagt jetzt gedachterweise die 29, die würde ich ganz gerne hier an die 25 legen, das plane ich jetzt mal. Und er sagt, ich würde ganz gerne meine 20 hier loswerden und die müsste ja vielleicht da unten dran gehen. So, jetzt deckt er hier auf und er deckt auch auf. Er hat die 29, er hat die 20, der mit der 20 ist als erstes dran. Nach der Regel her muss er sie an den kleinsten Abstand legen, von 2 bis 20. Die 2 ist aber auch die einzige Möglichkeit, wo er aufsteigend legen kann. Bei allen anderen wären sie absteigende und er müsste sich einen Stapel nehmen. Das heißt, er legt sie an die 2. Und dann schauen wir mal hier. Jo, die kommt natürlich hier an die 25 dran. Und die nächste Runde geht wieder los. Jetzt machen wir Folgendes. Er will die 47 loswerden. Er will diese 55 endlich loswerden. Die ist ihm einfach zu hoch. Beide liegen draußen. Wir drehen um. Die 47 ist die kleinere Zahl, der darf als erstes legen, legt die hier natürlich an die 46 und die 55 kommt hier an die 47 dran und schon liegen hier 4 Karten. Nächste Runde, er schaut mal, was würde ich jetzt noch gerne loswerden, natürlich die 44 würde ich gerne loswerden und er schaut mal, die 99 gefällt mir nicht, warum nicht, hau ich doch die mal raus. Beide drehen wieder ihre Karten um, die 44 und die 99, die kleinere Zahl fängt an, die 44. Schauen wir mal, von 20 bis 44 ist es weiter wie von 29 zu 44. Bei allen anderen wäre es eine kleinere Zahl, also lege ich die hier oben dran. Und die 99, da schauen wir mal, was ist denn die höchste Zahl, die liegt. Die 59 auf 99, zack. Und die nächste Runde ist dran. Jetzt denkt er sich, na gut, dann die 99, passt natürlich hier super, eine 100. Und der andere denkt sich, jo, da lege ich doch jetzt auch mal was Höheres weg, hier die 80. So, wir drehen wieder um. Die 80 ist die kleinere Zahl gegenüber der 100. Schauen wir mal, wo die 80 dran muss. Natürlich an die 55 und schon haben wir hier 5 in einer Reihe. Das heißt, diese Reihe ist schon gefährlich. Die 100 kommt an die 99, da der kleinste Abstand ist. Und die nächste Runde beginnt. So, jetzt haben wir natürlich gefährlich etwas liegen, was natürlich keiner haben möchte. Jetzt schaue ich mal, was ich hier machen kann. Gut, er sagt jetzt, die 24 wäre gut. Er sagt, die 50 hätte ich gerne los. Wir drehen wieder um. Die 24 fängt an zu legen. Die liegen natürlich an die 20 dran. Er hat die 50. Die kommt an die 44 dran. Und die nächste Runde geht los. Jetzt sagt er, na gut, die 81 wäre schlecht, müsste ich hier legen. Die 82 wäre schlecht. Die 48 habe ich hier noch. Die wäre nicht schlecht, die müsste ich dann hier unten anlegen. Ja, das ist, glaube ich, nicht dumm. Und er sagt, ich nehme die 104 und beide drehen wieder um. 48, 104. Die 48 kommt hier unten an die 24. Die 104 kommt natürlich auf die 100. Und jetzt haben wir schon ein kleines Problem. Denn die 69 würde noch gehen, die kommt noch hier dran, die 94 müsste schon hier dran, die 98 müsste hier dran, die 81, die 82 müsste hier dran, die 103 müsste auch hier dran, weil hier steht schon 104. So, und jetzt weiß natürlich keiner, was der andere für Karten hat und jeder überlegt sich jetzt, verdammter Mist, was mache ich jetzt? Und jetzt sagt er einfach, ich spiele es einfach mal die
69 aus, weil da weiß ich, dass ich die da unten wahrscheinlich hinlege. Er sagt sich, das ist ein toller Mist. Spiele ich die 103 und hoffe, dass der andere irgendwas anderes hat. Dann drehen wir hier um und er hat die 69. Die legt man natürlich auf die 50. Das ist die kürzeste Entfernung. Nicht die 48, das heißt, die legen wir hier hin, dann ist die Reihe auch schon gefährlich. Er hat die 103, die muss auf die 80, weil das am nächsten dran ist. Somit muss er die komplette Reihe nehmen. Die 103 bildet den neuen Anfang und das sind seine Minuspunkte. Dann haben wir noch zwei Karten übrig, die spielen wir jetzt auch noch schnell weg. Jetzt sagt er sich, na toll, 81 kann jetzt auch spielen, ist schon egal. Er sagt, ich spiele 94, dann drehen wir hier um. Die 81 ist die kleinere Zahl, hat er also wieder die Arschkarte. Wie gesagt, er hat ja nichts anderes, was soll er machen? 81 liegt am nächsten an der 69, da liegen schon 5 Karten, also auch diese muss er nehmen. Nimmt die zu sich, die 94 darf jetzt hier schön an die neue 81 dran und jeder hat nur noch eine Karte, zack, zack, aufgedeckt. Die 82 und die 98, die 82 ist die niedrigste. Die wäre kleiner als das. Das heißt, sie kommt hier dran. Und die 98, da hat der andere noch Glück, muss er hier an die 94 legen. Zum Glück nicht da unten. Und somit hat dieser Spieler hier unten gar keine Minuspunkte. Und der andere Spieler hat einen hohen Ochsen. Dann hier drei, hat er schon vier hohen Ochsen. Die 55 mit sieben hohen Ochsen ist natürlich die Höchststrafe. Dann nochmal einen. Nochmal drei, nochmal fünf, nochmal einen, nochmal zwei. Ja, dann werden alle Karten wieder zusammengemischt. Das Ergebnis notiert ihr auf einen extra Block und dann spielt ihr einfach, wie gesagt, ihr mischt wieder alles zusammen und spielt einfach die nächste Runde aus. Und das macht ihr so lange, bis ein Spieler 66 Hornochsen auf dem Blatt stehen hat und der ist dann der absolute Verlierer. Und dann wird geschaut, welcher Spieler hat im Moment die wenigsten Hornochsen und der ist dann der Gewinner. Ich habe das Spiel jetzt nur zu zweit getestet, macht zu zweit schon sehr viel Spaß. Ich möchte gar nicht wissen, was abgeht, wenn man das wirklich dann zu 10 spielt. Da purzeln dann nur so die Minuspunkte. Ja, das war sie, die Spielevorstellung und Regelerklärung zu 6 nimmt, einem Klassiker aus dem Amigo-Spieleverlag. Da gibt es schon sehr, sehr viele verschiedene Versionen. Das ist jetzt eben die Jubiläumsausgabe mit 10 Sonderkarten, die eine weitere Variante des Spiels eben darstellen. Es gibt auch noch eine Profi-Variante, wo man mit offenen Karten spielen kann. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ein wirklich tolles Spiel, ein absoluter Klassiker. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video und wir sehen uns dann im nächsten Brettspiel-Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Servus, euer Michael.